Good morning, Leute. Heute geht es endlich mit dem Anhänger weiter. Kommt mal mit, ich zeig's euch. Ich habe vor 2 Wochen ungefähr einen Anhänger gekauft. Der steht hier. Ja, und der Anhänger kann natürlich nach freundschaftlicher Manier nicht weiß bleiben. Sprich, er wird schwarz-matt foliert. Im Gegensatz zu euren ganzen Kommentaren bei YouTube, oh, macht den auf jeden Fall einen Raptor-Lack und so weiter, habe ich mich nicht dafür entschieden, den im Raptor-Lack zu machen. Einfach aus folgendem Grund: Wenn ich den hier jetzt komplett mit Raptor lackiere, habe ich im Nachhinein einfach keine Möglichkeit mehr, irgendwie Folie oder sowas drauf zu kleben. Und da so ein Anhänger natürlich eine riesen Werbefläche bietet, möchte ich mir die nicht verbauen. Deswegen wird der Anhänger mal wieder foliert. Ich freue mich schon drauf, tatsächlich mal wieder mit Folie arbeiten zu können. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und bevor der Anhänger foliert werden kann, muss er natürlich erstmal sauber gemacht werden. Es müssen einige Teile abgerüstet werden, damit wir auch ordentlich folieren können. Und wir starten heute mit dem Saubermachen. Die erste Sache, die ich jetzt abmontiere, ist auf jeden Fall der Kotflügel hier. Denn wir müssen natürlich auch hier einfach unter dem Kotflügel folieren. Und deswegen wird das Ding jetzt hier erstmal abgeschraubt. Boah, ey, ist das nervig. Hat schon keinen Bock mehr. Kommt man ja super dran hier an den Dingen, ey. Die dreht von innen mit. Vielleicht braucht ihr mal ein bisschen Fett oder so. Mit diesen Schrauben, die nichts zum Gegenhalten haben. Sorry, aber Hersteller Henra, das ist übelster Bullshit. Hätte doch auch so ein Ding nehmen können, wo wenigstens mal ein Schlitz drin ist. Dass man dagegen halten kann. Ist doch klar, dass die Muttern hier festgammeln und das Ding ist neu. Stellt euch mal vor, das Ding ist ein paar Jahre alt. Da kriegst du noch nie wieder die scheiß Schraube da. Ciao! So, dann machen wir mal die andere Seite, ne? Geil. Ne, macht total viel Spaß. Ist voll geil. Oh! Hab keinen Bock mehr. Oh Mann, ey. Geschafft. Ich habe gerade überlegt, diese Dinger sollen da eigentlich nicht mehr dran. Es wäre eigentlich viel geiler, wenn da so Offroad-Dinger, so ein bisschen eckigere dran wären mit so Riffelblech-Optik oder so. Muss ich mich mal schlau machen, vielleicht gibt es ja sowas. Und sollte ich in diesem Video keine Lösung gefunden haben, Leute, und ihr eine Lösung wisst, haut's mal in die Kommentare, weil das muss sich auf jeden Fall auch ändern. Sieht ja viel zu standardmäßig aus. So Leute, wir haben jetzt alle Aufkleber abgemacht, weil die müssen natürlich weg, wenn wir das Ding folieren wollen. Und jetzt sieht's eigentlich so aus, als könnten wir mal den Dampfstrahler an den Start bringen, oder? So, einmal. Oh. Oh, nö. Na dann. Boah, das riecht eklig, ey. Der Anhänger ist jetzt einigermaßen sauber, zumindest mal vom gröbsten Dreck befreit. Und wir schieben den jetzt mal in die Halle. Lars ist hier schon voll motiviert. Und dann machen wir dem Namen Mattwerk alle Ehre, morgen früh, und er wird schwarz-matt. Geilo! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck du, ich schieb. Der ist nicht so schwer. Was, wo muss ich denn hin? Einlenken bitte. Weiter anlenken. Ja, weiter anlenken. Weiter anlenken. Was ein Moped, ey. Piep, piep. Ich wär drin. Ist halt auch schon ein bisschen groß, ne? So,
So Leute, ich habe jetzt diese Halter für die Tür, wenn die offen steht, abgemacht, damit man hier eine glatte Fläche hat. Die niete ich dann später einfach wieder dran. Und als nächstes würde ich sagen, baue ich die Tür komplett aus, denn dann sind nämlich die Scharniere hier frei und ich kann das Ding ordentlich folieren und muss da nicht irgendwie an die Kante rangehen, weil das sieht dann sonst ein bisschen blöd aus einfach. Und wenn man es abmontiert, hat man einfach ordentlich Platz und dann funktioniert das auch. Jetzt werde ich das Ding erstmal richtig sauber machen mit so einem Reinigungsmittel, eben, was man eben benutzt, wenn man so eine Karre folieren möchte. Und dann geht's los mit dem Folieren. Ich bin schon sau aufgeregt, wie der Anhänger in schwarz-matt wirken wird. Aber ich glaube, es wird geil. Kann ja nur geil werden. Leute, es geht los. Die erste Bahn wird geklebt. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Leute, ich habe eine kurze Kindergeburtstagspause gemacht. Mein Patenkind hat heute Geburtstag und da musste ich schnell mal vorbeischauen. Und was hat er zum Geburtstag bekommen? Eine Freundship-Snapback. Der sieht richtig cool aus damit. Jetzt ist der Anhänger, wie ihr seht, eigentlich einmal komplett foliert. Vielleicht nochmal kurz für euch zur Info. Diese Metallteile hier, die silbernen, die Ecken, die werde ich so lassen. Zumindest fürs Erste. Mir gefällt es eigentlich tatsächlich ganz gut so, dieser Kontrast. Ja, und außerdem ist es irgendwie eine sau beschissene Arbeit, das zu folieren, weil in den Ecken oben überall Silikon ist und da Folie dran zu kleben, ist einfach richtig nervig. Genauso wie hier unten, hier seht ihr auch diese weiße Silikonnaht und ja, da sind wir auch schon beim Thema. Die Folie hält nicht besonders gut auf diesen Silikonnähten, also habe ich mir jetzt überlegt, ich habe die Folie einfach unten abgeschnitten und werde jetzt im Nachgang mit Sika, beziehungsweise mit meinem Würth klebt und dichtet, aber es ist ja quasi dasselbe, werde ich die Naht einmal nachziehen, also auf beiden Seiten und an der Frontseite. Und ich denke, dann macht das auch eine schicke Optik. Dann kann es sie heute Nacht durchtrocknen. Ja, und dann müssen eigentlich nur noch irgendwie ein paar Freundship-Logos drauf, würde ich sagen. Und was ich da mache, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, aber das überlege ich mir im Nachgang, wenn ich mit Sika gearbeitet habe. Ach ja, und die Radkästen müssen wieder dran. Da habe ich auch überlegt, tatsächlich die zum ersten Teil oder die für den ersten Schritt auch schwarz-matt zu folieren. Und irgendwann soll der Anhänger ja vielleicht auch mal andere Reifen drauf bekommen oder so. Und da muss man mal schauen, was da mit diesen Radkästen passiert. Aber im ersten Schritt werden die, denke ich, einfach mal schwarz-matt.
Ja, jetzt ziehe ich hier mal so eine Siekernaht und guck mal, ob mir das gelingt. Aber ich schätze schon. Ach ja, genau. Eine Tür haben wir schon wieder montiert. Das habt ihr ja gerade eben gesehen. So sieht die aus. Und die andere Tür, die liegt hier noch. Die ist auch fertig foliert. Hier haben wir leider das Problem gehabt, dass die 100er-Zulassung da schon draufgeklebt war. Das heißt, der liebe Dennis hat die Tür foliert, als ich gerade auf dem Geburtstag war. Und hat einfach die 100er-Zulassung freigeschnitten. So geht's auf jeden Fall auch. Jo, dann mal Vollgas mit der Sika-Kanone. Okay, Leute, alle Seiten sind gesickert. Ich bin fix und fertig und ich habe Saukohldampf. Wir sehen uns morgen früh und dann geht's weiter. Willkommen zurück, Leute. Gestern Abend habe ich mich ja mit den Fugen beschäftigt und ich finde, es ist jetzt gar nicht so schlecht geworden. Also es sieht gar nicht so schlimm aus. Gut, hier hinter den Reifen müssen wir nicht gucken, weil das sieht ziemlich schlimm aus. Aber da kommt ja eh dann der Radkasten davor. Hier die Seite hier vorne ist mir besonders schön und gut gelungen. Ja, als einer der letzten Punkte stehen jetzt noch die beiden Seitenteile hier, also die Radhäuser auf dem Programm. Die sollen auch noch schwarz werden. Hab die gerade schon mal abgestrahlt und mach die jetzt mal richtig trocken und dann klatsche ich da auch noch Folie drauf. Auch der zweite Kotflügel ist fertig. Sieht so geil aus. Und jetzt schaut mal hier. Yeah. Freundship. Woo. Sieht ziemlich fett aus, oder? So, jetzt werde ich mir mal neue Schrauben besorgen, weil die Schrauben, die vorher drin waren, die werde ich auf keinen Fall mehr reinmachen. Ich werde jetzt welche zum Gegenkontern reinmachen. Und dann können die Kotflügel dran und dann ist der Anhänger erstmal fertig. So Leute, der Anhänger ist jetzt fertig, bis auf die Beschriftung, die fehlt immer noch, aber da erkläre ich euch gleich, was jetzt damit passiert. Ich werde das Ding jetzt erstmal rausfahren, an den Krankenwagen anhängen und dann fahren wir mal an einen Platz, der ein bisschen ruhiger ist und dann können wir mal drüber sprechen, was damit passiert und ich zeige ihn euch, wie er ganz aussieht, weil es sieht echt, ich finde ihn richtig geil. So, der Anhänger ist angehängt. Jetzt machen wir nochmal schnell eine kleine Abfahrtskontrolle. Ist ja wichtig, ne? Mal Licht checken und so. Mach mal den Warnblinker an. Und das Licht. Schauen wir mal, ob das hier hinten auch funktioniert. Das sieht doch gut aus. Ja, okay, vielleicht wäre ich gerade nicht aus der Halle rausgekommen. Deswegen haben wir ihn jetzt nochmal abgehängt und hängen jetzt nochmal neu an. Ich muss das halt auch erst üben. Hänger fahren kann nicht jeder. Halt, stopp. Danke. So, weißt du, was ich vergessen habe vorhin? Guck, und das meine ich, hier kann man doch jetzt mal das Abreißseil so einhängen. Habe ich nämlich gelernt von euch, dass man so eine Hollandöse braucht, aber hier ist ja so ein Ding dran. Ich denke, das ist vollkommen ausreichend. Jetzt bin ich aber fertig. We
Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too lonely to be done on my drink at this place. Ich bin jetzt hier auf so einem kleinen Parkplatz, wo ich hoffentlich später wieder wenden kann. Und hinter mir steht mein neues Gespann. Ja, so sieht das gute Stück jetzt aus. Den Krankenwagen kennt ihr ja schon. Und das ist mein süßer kleiner neuer Anhänger. Ich habe ihn also einmal komplett rundherum schwarz matt foliert. Die hinteren Türen sind schwarz. Hier die Radläufe sind schwarz. Und wisst ihr, was besonders geil ist? Das dezente Friendship-Logo unter der Folie. Finde ich mega geil. Ja, und jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, was mache ich mit den silbernen Teilen und was für eine Beschriftung kommt drauf? Also welche Farbe kommt die Beschriftung? Das Ding ist ja, der Anhänger soll ja nicht immer nur hinterm Krankenwagen hängen. Der Anhänger soll ja hinter jedem Fahrzeug hängen, was ich in Zukunft besitze, wo ich den Anhänger halt dann halt brauche. Keine Ahnung, weiß ich jetzt selber noch nicht so genau. Aber wenn ich jetzt irgendwann mal ein neues Auto kaufe und da eine Anhängerkupplung dran ist, dann muss der natürlich auch da dran hängen. Das heißt, der muss jetzt nicht von der Optik her 100% auf den Krankenwagen angepasst sein, ja. Aber das Ding ist, dass ich den Anhänger, ich meine, der hat so eine schöne große Fläche. Deswegen möchte ich da schön groß Freundschaft drauf machen mit den entsprechenden Social Media Icons und meiner Homepage zum Beispiel. Und der Hänger soll natürlich dann schön auf meinem Grundstück stehen. Ja, und einfach so ein bisschen Freundschaft repräsentieren. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze vielleicht in Silber gestalte. Das heißt, diese silbernen Ecken da, die sind ja so silbermatt. Und vielleicht mache ich einfach silbermatt und dann schön Freundschaft drauf, die Logos. Ja, das werde ich jetzt aber dann die Tage entscheiden irgendwie. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hauen, welche Farbe ihr machen würdet. Ich fände halt auch so ein Khaki voll geil. Zu Schwarz-Matt passt Khaki mega gut. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Khaki oder Oliv dann auch zu dem Silber und Schwarz-Matt passt. Keine Ahnung, echt so ein bisschen unschlüssig. Aber am Ende wird es wahrscheinlich Silber, weil Silber kann man auf dem Schwarz-Matt perfekt sehen. Und ja, es soll ja wie gesagt auch ein Werbeträger sein. Von daher ist das schon in Ordnung. Ja, und was dann als nächstes mit dem Anhänger passiert, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ach so, das Dach habe ich nicht foliert tatsächlich. Erstens, ich komme da oben nicht dran ohne weiteres. Zweitens, ich soll einen Dachträger drauf. Das heißt, ich möchte mir gerne auch so Profilen, so Aluprofilen, da gibt es diese Bosch-Profile, glaube ich, so heißen die. Aus denen möchte ich mir gerne einen Dachträger bauen. Und da dann oben schöne Holzplattform drauf, dass ich dann oben drauf chillen kann. Denn wenn ich mit dem Ding unterwegs bin und der Krankenwagen am Start ist, kann ich natürlich nicht auf dem Krankenwagen chillen, aber ich könnte mich oben auf das Dach setzen von dem Anhänger. Ich glaube, das könnte eine ganz geile Sache werden. Ja, Leiter würde ich jetzt keine fest installierte dran machen, weil ich natürlich keinen Bock habe, dass irgendjemand auf dem Anhänger rumturnt. Deswegen würde ich da so eine Ausziehleiter dran machen. Und ja, ob ich da nochmal ein Fenster oder sowas reinmache, who knows, vielleicht. Wisst ihr, was witzig ist tatsächlich? Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ich habe also ein bisschen überlegt, den als Multifunktionsanhänger zu bauen. Das heißt, ich würde vielleicht auch gerne mal drin campen oder drin pennen. Das Problem ist, der Türverschluss ist hier. Das ist alles schön und gut. Ich kann den Anhänger auch aufmachen. Aber was mache ich denn, wenn ich drinnen bin? Ich kann ihn ja gar nicht zumachen. Also es ist ja innen gar kein Verschluss. Da habe ich dann irgendwie gedacht so, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen kacke. Weiß ich nicht. Habt ihr eine Idee? Wie kriege ich denn den Anhänger von innen zu, wenn ich da drin pennen will? Weil die Idee war, auf der Stirnwand oben ein Fenster reinzumachen, dass ich die großen Wände rechts und links als Werbefläche beibehalten kann. Dann könnte man vorne ein schönes, großes 1,20 Meter Fenster oder sowas von Dometic reinmachen. Im Prinzip das, was ich am Krankenwagen auf der Seite auch habe. Ja, und dann könnte man im Prinzip drin pennen, wenn man da ein Bett und sowas reinbaut. Aber wie gesagt, weiß ich nicht, wie ich die Tür von innen zukriegen soll, wenn ich drinne bin. Und dann will ich natürlich auch nicht, dass irgendjemand die Tür zumacht, wenn ich drinne bin und dann ich nicht mehr rauskomme. Das macht ja auch keinen Sinn. Also irgendwie ist das mit dem Campinganhänger doch gar nicht mal so einfach. Habe ich mir vorher natürlich keine Gedanken drüber gemacht. Aber in erster Linie soll das Ding ja auch für den Transport genutzt werden und vielleicht auch so eine kleine mobile Werkstatt sein, wenn ich vielleicht in Zukunft ja mal den einen oder anderen Van-Ausbau begleite. Was aber aktuell nicht auf dem Plan steht, weil ich, wie gesagt, viel zu viel zu tun habe. Leute, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Ich bin super zufrieden. Mir gefällt das Ding echt gut in Schwarzmatt.
Sorry, dass es kein Raptor geworden ist, aber Raptor hat halt wirklich einfach den Nachteil, dass da keine Folie drauf klebt. Und wenn da keine Folie drauf kleben kann, dann ist es auch kein Werbeträger und diese Riesenfläche, die möchte ich mir nicht verbauen. Ja, also haut gerne mal in die Kommentare, wie euch der Anhänger oder das Gespann jetzt im Ganzen gefällt. Vielleicht haut ihr auch mal in die Kommentare, was ihr für eine Farbe wählen würdet für die Beschriftung. Vielleicht haue ich jetzt auch mal gleich noch so eine Einblendung irgendwie rein, wie ich mir das vorgestellt habe, wie das aussehen könnte. Ja, und dann könnt ihr einfach mal euren Senf dazu abgeben. Und wenn ihr einen Tipp habt, wie ich die Tür von innen zukriege, ohne dass mich jemand von außen einsperrt, haut's auch gerne in die Kommentare. Ansonsten liken und Daumen hoch nicht vergessen. Ja, und ich freue mich schon aufs nächste Video, denn am Sonntag wird es News von der Halle geben. Ja, von French's Paradise. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich kenne die News nämlich auch noch nicht. Aber ich nehme euch mit zum Hallenbauer. Und deswegen abonniert den Kanal und danke fürs Zuschauen. Tschüss mit Ö.